So, Kinders, was soll ich sagen? Es gibt schlechte Nachrichten. 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 Also die nächsten 6 Wochen, ich habe noch für 2 Videos Material, vielleicht auch noch für 3. Das war's dann. Und dann kommt erstmal 6 Wochen gar nichts mehr. Mindestens 6 Wochen gar nicht. Es kotzt mich so an, das glaubt mir kein Mensch. Ne? Das ist so assi. Ich habe mir gestern die Strecksehnen von der Hand und vom Daumen durchgetrennt. Die Finger da, ne? Die Sehnen sind ganz geblieben, aber ich habe mir da den, ich komme gerade, den Karpaltunnel, den habe ich mir durchgeschnitten, den Teil, wo die Strecksehne vom Daumen drin ist und von der Hand, weil für die Hand hin und her zu bewegen. Das kam aber auch erst alles später raus. Das sollte eigentlich nur eine halbe Stunde OP sein. Die Sehne vom Daumen nähen, Wunde sauber machen, zunähen. So. War aber dann doch mehr. Wurde alles genäht. Jetzt heißt Daumen drücken, dass der Daumen die Sehne nicht schon wieder abgerissen ist, weil da hat es diese Nacht gefletscht und habe ich dann gemerkt, ja, ist zum Kotzen. Ich muss jetzt aber 6 Wochen warten. Vorher darf ich das Ganze nicht wirklich bewegen. Könnte so kotzen. Leute, ihr glaubt es nicht. Ne? Also nehmt mir das nicht übel. Ich halte euch auf dem Laufenden. Also wenn keine neuen Videos kommen, ich halte euch auf dem Laufenden, was hier Sache ist. Ne? Ich könnte so kotzen. Auch wenn man mir das nicht ansieht. Ne? Aber mir geht der Arsch auf Grundeis, weil ich brauche ja nur mal meine Hände zum Arbeiten. Und das war gestern schon nicht schön, wie die alle ab waren und ich zeigen musste, was ich noch bewegen kann und so. Echt, also ich sollte eigentlich gestern auch schon mit heim, aber dadurch, dass das die Wunde verunreinigt ist, Antibiotikum und. In diesem Sinne, nimm es mir nicht übel, ne? Sobald es Neuigkeiten gibt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und ansonsten findet ihr bei Instagram irgendwie Neuigkeiten und Co. In diesem Sinne, ciao.